Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal eine ganz andere Kulisse hinter mir, denn das ist kein normales Video. Ich baue hier jetzt so ein bisschen mein Zimmer um, also das heißt mein Zimmer. Aber ich habe da hinten, das seht ihr jetzt nicht, weil das hier neben der Tür ist, da hinten habe ich ein Regal, was kein Billigregal ist, also so ein kleines komisches Regal. Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal her hatte. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, da ich im Flur ein Billigregal stehen habe und das irgendwie nur so ein Abstellregal ist und das kleine Regal hier in meinem Zimmer auch nur so ein Abstellregal für allen möglichen Kram ist, habe ich mir gedacht, tausche ich die Regale, weil langsam, ja, macht sich der Platzmangel hier bemerkbar bei mir. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe auch schon aussortiert. Ich denke, ich werde nochmal aussortieren, aber ich habe trotzdem Platzmangel. Und deswegen, ja, möchte ich jetzt dieses große Regal nutzen, endlich mal auch für Bücher und nicht nur zum Abstellen, für alles andere. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das Regal und räume das mit euch gemeinsam ein. Ich hoffe, das wird alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, würde sagen, viel Spaß beim Video. Ja, das ist jetzt also das Regal. Und wie ihr sehen könnt, ja, da ist alles drin. Es ist so ein Abstellregal. Und es ist gar nicht schön. Also es ist einfach nur reingeklatscht. Und deswegen, ja, möchte ich das jetzt schön machen. Beziehungsweise, das ist ja kein Billigregal, sondern irgend so ein anderes. Und ich möchte das jetzt gegen ein Billigregal tauschen, das ich im Flur stehen habe. Und ja, das mache ich jetzt. Und dann räume ich das Regal neu ein. So, das Regal ist leer und jetzt kommt hier gleich das Billigregal rein. Okay, da muss noch die Kette ab, aber so, das Billigregal steht. Es ist so schön, hier so ein großes Regal stehen zu haben. Hier passt auf jeden Fall viel, viel mehr rein. Ich bin mir jetzt nur noch nicht sicher, was ich hier rein sortiere, beziehungsweise wie ich sortiere. Das überlege ich mir gerade noch. Aber ja, dann kommen die Bücher wieder rein, beziehungsweise ich werde jetzt umsortieren, umräumen. Mal sehen, wie ich es dann schlussendlich machen werde. Ja. Ein kleiner Zwischenstand von mir, und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier meine Fantasy-Bücher einzuräumen. Also die Taschenbücher und Paperbacks. Ich bin aber noch gar nicht zufrieden, muss ich sagen. Es gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall sicher, dass da oben ist was frei. Aber es ist auch, was ich sagen wollte, es ist auf jeden Fall sicher, dass ich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, dass ich hier noch Böden einziehen werde, weil mir ist hier einfach viel zu viel Lücke. Ja, genau. Also hier bei den Paperbacks geht, aber hier ist mir das einfach zu viel. Da kann man noch ein zweites Regal einziehen für Taschenbücher eben. Ja, wenn die Läden dann wieder aufhaben, werde ich auf jeden Fall mir da dann noch einen Boden holen. Ja, aber wie gesagt, das gefällt mir noch gar nicht. Ich werde da jetzt noch ein bisschen drin rumarbeiten. Weil es mir einfach nicht gefällt. Ich finde es ganz grausig. Ich habe erstmal nur die Bücher quasi zusammengesucht und da reingepackt und habe gedacht, okay, vielleicht sieht es gut aus, aber es sieht echt schrecklich aus. Und das Ergebnis heißt Rainbow Regal. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit den Farben spielen. Ich bin noch nicht 100% zufrieden, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr viel zufriedener, als ich es vorhin noch war. Und ja, ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich dann hier unten so Bücher, die halt sehr viel Grün oder Blau mit in der Schrift haben, aber eigentlich schwarz sind, nicht nach Grün räume. Ich gucke da jetzt mal. Ich werde da jetzt noch ein bisschen hin und her tuckeln. Aber ich finde es so, so schön. Ich muss sagen, das Einzige, was ich am Rainbow Regal halt gar nicht mag, ist, dass es wirklich so auseinandergerissen wird. Also, dass die Bücher so auseinandergezerrt werden. Das mag ich gar nicht. Aber ansonsten, ja, finde ich super, super schön, muss ich sagen. Ich mache jetzt weiter und zeige euch später nochmal, wie es dann ja ganz am Schluss aussieht. Ach, ich finde es so schön. So, ich habe das Bücherregal jetzt fertig umgestellt, was auch immer. Ich zeige es euch jetzt aber nicht, weil da kommt dann meine Bookshelf-Tour zu online. Das ist nämlich das nächste Regal, was ich euch zeigen werde. Und ja, jetzt habe ich noch ein kleines Projekt, bei dem ich euch auch noch mitnehmen werde. Und zwar habe ich hier noch so ein, ja, so ein kleines Teetischchen, kann man das nennen. Ja, aber ich sag mal so, ich habe das Teetischchen jetzt schon so lange hier in meinem Zimmer stehen.
Und ich glaube, ich habe vielleicht bis jetzt ein oder zweimal Tee daraus getrunken, obwohl ich es echt schon 2, 3 Jahre hier stehen habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich das schon Ewigkeiten haben wollte, mache ich da ein Büchertischchen draus. Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, wo ich Rezensionsexemplare und Bücher einfach ablege, die ich in nächster Zeit lesen werde, möchte, was auch immer. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das Tischchen und dann machen wir weiter. Ja, so, hier hänge ich jetzt. Ich habe den Tisch. Das ist er, mit ganz vielen Tassen und dem Tee drauf. Und da unten ist halt noch der Tee. Der Rucksack gehört da nicht zu. Aber ja, genau das werde ich jetzt alles mal da runternehmen, werde das sauber machen. Und ja, genau. Ich nehme euch dann wieder mit. Mein Büchertisch ist fertig und so sieht der aus. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier oben, ja, genau da, meine Rezi-Exemplare hinpacke und dann habe ich halt noch ein bisschen was dazu gestellt. Und hier unten liegen einfach die Bücher, die ich jetzt so als nächstes anfangen möchte, beziehungsweise als nächstes anfangen werde in meiner Leserunde. Zum Beispiel Secret Game und My Second Chance lese ich jetzt ab dieser Woche in einer Leserunde und die anderen Bücher möchte ich jetzt als nächstes beginnen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Büchertischchen. Der gefällt mir jetzt auf jeden Fall viel besser als vorher und er ist auf jeden Fall viel besser angelegt und genau. Ja, das war's auch schon mit meinem, ja, Umgestalte-Video oder whatever. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich nehme euch mal mit und ja, so war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr sowas öfter sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich mache zwar nicht oft so einen Mega-Umbau, aber so Bücher umstellen oder was auch immer passiert ziemlich oft, weil ich könnte euch nämlich zeigen, wie ich jetzt mein Lux-Regal umgestellt habe. Ich habe euch das ja vor kurzem in einer Bookshelf-Tour gezeigt und ja, wäre vielleicht ganz interessant zu sehen, wie ich das jetzt auch umgeändert habe, dadurch, dass ich da auch ein paar Bücher rausgenommen habe. Und ja, allgemein habe ich auch noch ein paar andere Umbauarbeiten vor. Und wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Tschüss!